Moin Leute, da sind wir wieder bei Control. Das ist ein bisschen her. Und wir sprechen jetzt mit Emily Popel. Pope. Das kann ja mal passieren. War das hier die Emily? Yeah. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss Caspar Darling würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Ich weiß, das ist alles neu für dich, also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jesse. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Danke, Emily. Darf ich auch wieder reden? Ich sehe schon, die Jonathan-Apelt-Witze gehen weiter. Das war der falsche Knopf, das war der richtige Knopf. Ich habe letztes Mal so ein paar Sachen gefunden. Was ist das denn? Okay, nix. Achso, Modifikationen. Ich kann nur einen ausrüsten, ne?
Ja, ist halt schon geiler. Oh, ein hübsches Bild. Sie wissen nicht, welche Opfer sie... Sie wissen nicht, welche Opfer wir bringen müssen. Und das müssen sie auch nicht. Bin ein bisschen verwirrt. Kinder schreien draußen rum. Ich dachte, der Henker kommt erst später. So. Hatten wir nicht irgendwo eine Karte? Jetzt habe ich direkt vergessen, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, da oben in dem markierten Bereich. Hallo Leute, ich bin's nur. Keine Sorge. Warum ist da unten? Ist das der Weg? Das ist der Weg? Ich glaube, das ist der Weg. Öffne die Karte. Ja, habe ich doch gerade. Da ist sie wieder. Unsere Willkommensnachricht. Hallo Leute. Gelockt. Ja, auf zu reden. Hallo? Wie, der steht gleich auf. Oh, da laufen Leute rum. Ob die nett sind? Hallo, Freunde. Hallo. Was? Er hat mich. Moment, ich muss looten. Die Sensitivität ist so klar, gering. Was ist das? Reisekosten. Schriftverkehr, Reisekosten. Reisekosten. Folgende Unterkünfte in Nevada besucht. Desertson. Unterkunft $831. Mahlzeiten $714. Benzin $295. Minibar $313. Ich frage mich, ob man ein Motel mit dem Namen Ocean View wohl von Land umgeben vorfindet. Aber man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken, wie? Und fürs Protokoll, ich bitte Sie erneut, uns das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley. Und ich sind es wirklich nicht leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu laufen. Wie sonst unterwegs. Agent L. Heinz Itzke. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diese kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Herrlich, wichtig und richtig. Haltet doch die Schnauze. Das sieht nett aus. Was? Es ist so schön, es ist überwältigt. Oh, ich habe Schaden bekommen. What was this shit? This war... Oh, ich bin voll weit weg. Das war die Tür, ne? Habe ich jetzt alles verloren? Ich hoffe nicht. Schnauze da oben. Guck mal, weit ich weggespawnt bin. Ah, ich hab's. Okay. Ja, was willst du, hä? Was willst du? So, hier kann ich nämlich nicht lang, Leute. Das sieht man ja auch. Jetzt gehen wir also hier runter. Nee, so verdammt laut mit den scheiß Stimmen. Ich muss hier halt echt da hochbringen. Ihr Penner! Tischbarriere. Habe ich da gerade irgendwas gefunden? Also an Informationen. Hey, so viel zum Lesen. Dieses Feld von Resonanz des Tischens ist ein... Oh. Moment.
Dieses Feld von Resonanz des Zischens ist ein physisches Hindernis, das schwer zu definieren ist. Zischbarrieren scheinen eine Art zu sein, Mitarbeiter der Behörde an der Flucht oder am Zugang zu hindern. Ach so. Es wurden zwei Methoden entdeckt, warum ist man nur aus dem Bild? Um sie zu senken. Zerstören der vielfältigen konzentrierten Resonanzquellen, die sich in der Nähe befinden, oder zerstören der Zischerwesen in dem Gebiet. Ja, okay, das dachte ich mir natürlich schon. Die Resonanzfelder scheinen für ihre Größe und Dichte die Unterstützung anderer nicht verbundener Quellen der Resonanz des Zischens zu benötigen. Ohne die Möglichkeit, andere Quellen anzuzapfen, wird die Barriere fallen. Kann eine inaktive Struktur aus Resonanz des Zischens als bewusstes Wesen gesehen werden? Macht eine Unterscheidung einen Unterschied, was das Zischen anbelangt? Was sagt uns diese bloße Tatsache über das Zischen, dass es Mauern baut, um unsere Bewegung einzuschränken, in welchem Ausmaß beobachtet es und plant es? Unsere Vorstellung bricht im Akte. Keine Ahnung welcher. Haben sie vergessen, deshalb steht es nicht mehr drin, Leute. Puh, ihr seid jetzt mal. Ui! Schluss mit dem Lärm! Sapalot! Noch eins hier. Wo bist du denn? Ja, wo ist der denn, der so laut ist? Reicht das schon? Ich glaube nicht. Das Zischen. Es ist überwältigend hier. Du kannst nicht wollen, dass ich in seiner Nähe bin. Da sind wir uns einig. Okay. Dann gehe ich in die Tür da unten. Die mir gerade Hilfe freundlicherweise angezeigt wurde. Oh shit. Hi Leute! Ich bin die Neue! Okay, ich gehe runter. Oh nee. Wie so ein Special Agent. Moment, warte, nicht schießen. Moment, warte, nicht schießen. Alles gut. So ein Trottel. Hört der auch noch drauf. Okay, ich wollte schon sagen. Controller Amy, Alter. Fürchterlich. Was ist hier drin? Loot? Was blinkt denn da so? Ah. Oh, mehr Kopfschussschaden. Statt, was habe ich gerade drin? Plus Schaden. Ich weiß es nicht. Probier's mal aus. Ich bin ja eher so der Headshot-Typ, oder? Oder Leute? Was sagt ihr zu meinem Aim? Headshot only, oder? Okay. Wir gehen rein. Ab in den Strahl. Ah, den habe ich eben schon angeschossen. Ja, das hat mir nichts gezählt. Und der hat gut Schaden bekommen durch meinen Headshot. Saug, Junge! Auf zu reden. Ja. Schnellreiseplätze im Ältestenhaus. Ja, ja. Kenn ich. Oh, guck mal, das ist jetzt offen. Wo geht da lang? Okay. Hallo. Oh nein, wieder Fernsehen. Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von sagenhaften 80 Kilobyte. Ha! Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber
Eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kamen sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups. Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits 30 Bleistifte. Und einmal schwebte sogar eine Tasse. Ja, ja, das mit der Tasse und dem Bleistift, das war natürlich wichtig. Sogar eine Tasse. Aber das war tatsächlich, also, nützlich. Wir wissen, das ist ein Objekt der Macht. Und das können wir dann nächste Folge suchen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.